So, ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem weiteren Stream von Grounded. Die Käfer schlagen zurück. Muss ich selber mal eben überlegen, was hatten wir vor? Ich habe auch schon so ein paar Sachen wieder hier vorbereitet, genau. Also ich habe Offscreen, falsche Taste. Ich habe schon wieder die Tastatur von einem anderen Spiel im Kopf hier. So. Hier öffnen. Wie ihr seht, ich habe auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Madenhaut gesammelt. Da machen wir jetzt natürlich Madenlederstücke raus, damit wir dann unsere Ameisenlöwenrüstung mal eine Runde aufwerten können. Wieso komme ich jetzt? Escape schließen. Escape gehen wir wieder nicht. So. Ja. Wie gesagt, ich glaube, ist ja schon fertig hier. Ne, ist noch nicht durchgelaufen. Escape geht wieder nicht. Da muss ich jetzt erstmal dran gewöhnen. So, hier haben wir ja noch Spinnenseide in Bearbeitung. Okay. Was zu trinken? Essen. Einen Moment, jetzt müssen wir mal eben gucken. Essen. Ja, wir können noch was. Nervt mich, dass die Escape-Taste nicht geht. So. Manchmal geht's, manchmal nicht. So, dann können wir hier nochmal eben schnell was trinken. Essen tun wir auch nochmal eben schnell. Etwas, so. Dann sind wir doch soweit startklar. So. Das nervt. So, also. Wir brauchen, genau, da unten, wir müssen ja die Seilrutsche noch fertig machen, dass wir von der vom Tisch hier auch mal wieder zurückkommen. So, da brauchten wir irgendwie 36, 39 Spinnenseide für, ne? So, dann bauen wir das doch mal eben fertig, dann haben wir das erledigt. Müsste doch reichen. Ja, guck hier, reicht auf jeden Fall. So, haben wir doch da runter, ne? Ja, irgendwie scheint das, passt mir das aber noch nicht mal. Wartet mal. So. Was visiert der denn da an? Der soll... Ach so, das ist wahrscheinlich 39, da hinten ist ja noch eine Seilrutsche, die soll ja später zum Grill runtergehen. Die wäre aber verkehrt, ich würde sagen, wir nehmen die hier, ne? Ist schon verbunden. Hallo, meine Escape-Taste funktioniert nicht, fortfahren, ich verstehe es nicht. So. Mit Rechtsklick kommen wir dann raus. Genau, wir hatten es ja schon verbunden. Wir müssen ja nur noch die Spinnenseide hier einfügen oder verbauen. So. Dann ist die... Oh, die ist aber ziemlich gerade, ne? Ob das funktioniert, da sind wir wahrscheinlich nicht tief genug. Das werde ich nochmal versetzen müssen. Das werden wir jetzt direkt mal ausprobieren. Dann machen wir mal einen morgendlichen Kontrollflug über über unseren Garten. So. Das heißt, wir rutschen uns einmal mit der Seilbahn rüber zum Campingtisch. Oh, noch ein höher. Toll. So, von hier, das klappt ja. Könnte auch ein bisschen höher sein hier, ne? Wieder ein bisschen schneller darüber kommen, aber okay. Das geht noch, finde ich, von der Geschwindigkeit her. Wir sind ja nicht auf der Flucht hier. So, guck, dann machen wir mal so einen kleinen Kontrollflug hier über den Garten. Wie es denn hier so aussieht, ob alles ruhig ist.
shit, habe ich ja ganz vergessen. Ja, da kommen wir jetzt natürlich erstmal in so einen Schwarm Hummeln rein. Die werden uns wahrscheinlich auch direkt angreifen. Sag ich doch. Ambrus. Nur nicht den Tisch runterfallen. Ah, die halten jetzt so wirklich viel aus. Halt hier auch. Guck mal her, nackt. Oh, da muss ich. Okay, Nahkampf ist glaube ich nicht so gut. Kann nicht sterben. Ach, Gär. Fängt er schon gut an. Respawn. Fett, wo hab ich... Oh mein Gott. Ach, zum Glück habe ich hier den Respawn gehabt im Lager. Ja gut, jetzt habe ich natürlich nur die Keule, ne? Ah, wird schon schief gehen. Wir müssen uns auf jeden Fall unseren Rucksack jetzt erstmal wiederholen. Wie gesagt, fängt ja schon echt super an hier am frühen Morgen. Ganz vergessen, dass da die ganzen Hummeln sind. So, nochmal mit der Saalrutsche. Weil macht ja auch so viel Spaß. Hätt ihr auch mal Bock drauf in so einem richtigen, wie heißt nicht, Slimline-Parks oder so? Gibt's da so Parks, ne, wo man dann, glaube ich, so vom Baum zu Baum mit so einer Leine rutschen kann und schwimmen in der Höhe? Hätt ihr auch mal Bock drauf. So, da laufen wir jetzt aber erstmal schnell weg. Aber auch da habe ich echt nicht drüber nachgedacht. Ja, ja. Da habe ich echt nicht drüber nachgedacht, wie ich das Ding da gebaut habe. Folgt mir noch eine? Nee, jetzt folgt mir keine mehr. So, Rucksack nehmen. Aber eigentlich sollen die Bienen doch neutral sein. Ich weiß gar nicht, wieso die mich angreifen. Ja, aber wenn wir dann schon mal hier sind, dann nehmen wir hier natürlich auch ein paar Bienchen mit. Komm her. Jetzt erstmal Rache. So. Habt ihr davon? Eckenschütze, 2 von 3, okay. Oh man, irgendwann verbünden sich die ganzen Käfer und greifen mich an. Ich sehe das schon kommen. Hä? Nochmal rein auf 2 Schuss hier. Gar nicht abgeerntet hier. Oder? Nee, ne? Oh, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Hört sich aber auch an wie so eine Dampflok. Die richtig schön am Kopf trifft, dann sind die mit 2 Fallen sind die platt. Da komm. Du auch noch. Da haben wir schon mal den Frühsport hinter uns. Ein bisschen Bogenschießen. So, mal eben hier wieder sortieren, das nervt mich. Kann es nur immer wiederholen. Lieber Entwickler, macht das doch mal so, dass der sich das Inventar einfach merkt, wo was gelegen hat. So. Totale Wasserflasche, Heilung, Musis.
Ja, dann müssen wir dreimal überlegen, was wir jetzt heute Schönes machen können. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Aufgaben, die wir erledigen müssen. Ach, Escape tut's nicht. Mann. Ja, mal gucken. Fahren gleich zurück. So, die Holzsplitter kann ich, glaube ich, immer noch nicht abbauen. Ne? Nee, da brauchen wir eine Stufe 3 Axt. So, genau. Hier, das ist ja noch der Standort. Was fehlt mir hier denn eigentlich? Lehm und bei Unkrautstängel. Da wollen wir dann hier zum Grill rüber. Also nach hier unten im Prinzip. Später mal bauen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir von, ob meine Seilbahn hier funktioniert oder ob wir uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da bin ich ja zu Fuß schneller. Okay, die müssen wir noch versetzen. Die muss auf den Boden runter. Die muss steiler werden. Das wird so nichts. Das ist ja. Nee. Das geht gar nicht. Entweder müssen wir hier unten tiefer machen oder wir müssen hier oben auf den Tisch bauen. Da oben noch mal ein Gegenstück bauen. Aber das wird Quatsch. Ich glaube, ich setze das, versuche das hier dann einfach mal ein bisschen tiefer zu setzen. Ja, Stunden später, Leute. Stunden später. Naja, so kann man sich mal schön gemütlich den Garten anschauen. So, guck mal, da hinten kommen wir hoch zum Grill. Genau, so. Das könnten wir in Angriff nehmen. Wir brauchen nämlich Kohle, aber da will ich, wie gesagt, eigentlich meine Ausrüstung erst noch ein bisschen upgraden. Weil ich glaube, wenn wir die upgraden, gibt es auch noch mal ein bisschen Brutzelschutz. Bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher. Müssten wir dann gleich noch mal nachgucken. Wenn es natürlich kein durchs Upgrade der Rüstung kein Brutzelschutz gibt. Ach, guck mal, da liegt ein goldener Milchmular. Merken. Ja, hier die Ecke, die habe ich mir auch noch nie wirklich so richtig angeschaut. Ja, also hier so die ganze rechte Seite hier so, oder von hier aus gesehen die ganze linke Seite. Einzige, was ich kenne, ist den Grill da oben. Und das ganze andere Gebiet hier hinten, das müssen wir alle noch mal erforschen. So. Aber ist ja auch mal schön, so den Garten von oben zu sehen, ne? Was hier alles rumläuft und rumliegt. Das ist wirklich so ganz gemütlich. Können wir hier ein komplettes Let's Play mitfüllen mit der Seilrutsche hier. Ja, super gehört. Also langsamer darf es nicht mehr werden, bleiben wir aber stehen. So. Da sind ein paar Stechmücken. Also kann man sich echt mal schön gemütlich den Garten von oben angucken. Ist das, ach, das ist der Trinkbecher, ne? Da hinten. Jawohl, der Trinkbecher. Ah, schön. Ja, das Ding, das werden wir mal gucken, ob ich den auf den Boden setzen kann hier. Yay! F umstellen. Seilrutschen verbinden, wiederverwerten. Kopieren. Ja, kopieren will ich den nicht. Kann ich den nicht einfach umstellen? Nee, ne? Müsste ich jetzt, glaube ich, erst das Seil abbauen, ne? Ich versuch's mal. So, jetzt kann ich den wahrscheinlich umstellen, ja.
Dann, ja, der muss auf jeden Fall tiefer. Dann setzen wir den doch mal hier unten irgendwo hin. Nützt ja alle nichts. So. Hier so drauf, ja, wobei hier schläft auch irgendwo Wölfi, ne? Ja, egal. Wir machen dann erstmal hier hin. So, wo ist denn jetzt der Tisch? Das heißt, wir müssen den ungefähr in die Richtung drehen, ne? So. Und das Ganze dann nochmal Seilrutsche verbinden. Na. Seilrutsche verbinden. 36 Stück. Oh, nee, nach da oben wollen wir nicht. So, den brauchen wir, ne? Fortfahren. Dann müssen wir noch mal Spinnenseide besorgen. Ach schade, ich hätte ja gerne hier oben gehabt, aber das ist eindeutig zu langsam. Ja, hoffentlich habe ich noch genug. Oh, warte mal. 26, ne? 30, ja, wir haben so gerade eben, haben wir noch genug. Wobei wir hätten ja im Notfall, glaube ich, noch was hier in der Produktion. So, dann nehmen wir die 5 da auch mal da raus und schmeißen schon mal die nächsten wieder rein. Und das gleiche hier natürlich auch. Und bauen die hinterher. Ich hoffe, die werden reichen. Oh, dann trinken wir noch mal schnell was. Noch was zu essen? Ja. Wo habe ich sie? Da. So, E. Hey, wir brauchen den hier, ne? Den brauchen wir, genau. Verfügbar, Verbindung blockiert. Wovon ist denn jetzt die Verbindung blockiert? So, das ganze Gras, die Blumen sind jetzt hier im Weg, ne? Oh, wie mache ich das denn jetzt? Oh, wie machen wir das denn jetzt? Das, naja, komm, wir versuchen mal, vielleicht reicht das ja schon. Da habe ich auch noch nicht so oft gebaut, die Seilrutschen. So. Da brauchen wir keine hin, das wäre Quatsch. So, jetzt geht's. Jetzt geht es. Quatsch, hier mit X kommen wir doch hier raus. Aber auch nicht wirklich viel steiler, ne? Ich glaube, das wird nichts, Leute. Da muss ich mir echt was anderes einfallen lassen. So, wir versuchen es jetzt noch einmal. Aber wir nehmen dann auf jeden Fall schon mal Lehm und Stängel brauchen wir 2 Stück, glaube ich. 4 Lehm und 2 Stängel müssen wir noch mit rübernehmen. Auf jeden Fall die eine Seilrutsche da schon mal fertig bauen. Ein Grill rüber. So, Lehm müsste ich hier drin haben, ne? Ja. So, dann nehmen wir mal 8 Lehm mit. Habe ich den Ton jetzt da reingepackt? Nee, ne?
8 Grad. Und zwei Stängel hat man gesagt, müssen wir mitnehmen, ne? So. Hoch. Kommen wir hier hoch mit den Stängeln? Ja, ne, das sollte doch klappen. Ja. So. Und Seilrutsche geht hoffentlich auch mit Stängeln. Habe ich auch noch nie gemacht. Glaube ich. Nein, ich kann nicht Seilrutschen. Was mache ich? Wie mache ich das denn jetzt? Konnte man nicht mit Stängeln irgendwie die Seilrutsche entlang rutschen? Ging das nicht früher mal? Haben die das geändert? Okay, das ist natürlich blöd. Ja, dann nehmen, ach, okay, dann nehmen wir auf jeden Fall schon mal den Lehm mit rüber. Dann müssen wir uns hier hinten dann von unten irgendwo Stängel besorgen. Guck, der erste Teil ist auch gleich schon um. Gleich schon die ersten 30 Minuten und noch nicht wirklich was Produktives geschafft. Wobei, die können auch noch ein bisschen schneller sein. Ich glaube, ich muss das Ganze noch mal irgendwann ein bisschen umbauen. Kann ich, die Bienen sind hier schon wieder respawned. Also ein bisschen krass hier, ne? So, dann sprinten wir direkt erstmal los hier. Ah, die scheinen aber zu schlafen. Ja gut. So. Packen wir hier auf jeden Fall schon mal den Lehm rein. Dann haben wir das erledigt. So, und jetzt versuchen wir nochmal zurück, was jetzt ein bisschen schneller ist. Ja, tut mir leid, Leute, aber ein bisschen experimentieren müssen wir ja hier. Ja, ist auch. Nee, nee, nee. Also da muss ich, das muss ich dann alle noch mal irgendwie komplett umbauen. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Oder wir müssten den Turm einfach noch mal. Ja, den Turm höher. Aber dann müsste ich den ja doppelt so hoch bauen. Damit wir dann oben auf die Tischplatte kommen, müssen wir uns ja bald bis in die Baumspitze hocharbeiten. Nein! So, welcher Grashalm war denn jetzt im Weg? Der, ne? Der ist natürlich auch noch im Wasser, ja super. Ja gut, das muss dann alle noch mal irgendwie komplett, das muss ich alle noch mal überdenken hier mit meinen Seilrutschen. Guck mal her, wir brauchen sowieso ein bisschen Spinnenseide. Ach, da sollst du eigentlich nicht hinschießen. Noch eine. Komm mal her, Marienkäfer, beschütz mich. Nehmen wir noch ein paar Rosenblätter, damit wenn wir schon mal hier sind. Die mehr gibt es nicht.
gut. Ja, da gibt es noch ein paar Rosen. Komm ich hier ran? Auch nicht viel. Ich bin hier echt geizig mit Rosenblättern. Oder ich muss früh morgens kommen. Das kann natürlich auch sein. Und naja, auf die Mücken habe ich jetzt keinen Bock. Die sind nur nervig. Ja, ich glaube, wir gucken jetzt mal, dass wir unsere Ausrüstung hier fertig kriegen. Und dann uns die Grillkohle besorgen. Wo ist denn jetzt mein Aufgang? Da. War ich doch richtig hier. Und dann habe ich mir überlegt, viele gehen ja hin und bauen die Löcher hier bei den Bäumen zu. Ich mache das anders. Ich setze jetzt vor, ich werde so nach und nach vor den einzelnen Löchern oder Ausgängen bei den Bäumen, wo die Wolfsspinne immer rein und rausläuft, werde ich einfach Geschütztürme hinbauen. Und dann werden wir uns da so nach und nach immer schön die Wolfsspinnen wegsnipern. Wenn die da unterm Baum schön schlafen. Weil in dem Geschütz ist man ja doch sehr gut geschützt. Na, nee, no. Keine Ahnung, wieso die Escape-Taste nicht funktioniert. So. Da schmeißen wir natürlich direkt eine Ladung hinterher. Hier genau dasselbe. Essen, ja, ich habe noch ein bisschen Dörfleisch zu essen. Zu trinken habe ich nichts mehr. Doch, da hängt noch ein Wassertropfen. Okay, was sagt denn die Uhrzeit? Ist noch viel zu früh zum Schlafen gehen. So, dann packen wir mal den ganzen Spinnenquatsch hier wieder rein. Und Spinnenseide kommt hier rein. Oder? Ja, doch. Doch, doch, ist richtig. Wieso habe ich denn den Hammer da jetzt reingepackt? So, Pfeile füllen wir nochmal auf. So. So, dann gucken wir mal, was brauchen wir denn sonst noch zum Aufrüsten der Ausrüstung? Ach ja, genau, Nomadenleder, Panzer. Nur ist gut. Heißt, wir müssen Madenleder, Panzer schon mal herstellen. Das können wir ja schon mal machen. So. Irgendwie funktioniert meine Tastatur nicht so, wie sie soll. Ach, jetzt haben wir keinen Saft mehr. Und Seile brauchen wir ja auch dafür, sehe ich gerade. Müssen wir auch noch mal Saft farmen gehen. Aber auch mal gucken. So, die Brust müsst ihr doch eigentlich jetzt schon ein bisschen abgedatet kriegen. Hey. So. So, ich glaube, die Brust macht am meisten Sinn erstmal. Irgendwie funktioniert meine Tastatur nicht. Sehe ich nicht. Ist das auch manchmal, dass die Tastatur in Grounded nicht wirklich funktioniert? Ja, also Space-Taste geht nicht, W ging gerade nicht, damit da mehrere Rohleder, Jemadenlederpanzer herstellt. Escape-Taste funktioniert im Moment nicht. Wohin haben wir die jetzt eigentlich abgedatet? Bis Level 4. Ah, okay. Ein Madenlederpanzer fehlt uns. Ah, dann hätten wir den auf jeden Fall schon mal auf 5 gehabt. Na gut. So, machen wir ein bisschen Feuer hier, dann sehen wir auch was. Jetzt sagt die Uhrzeit 9:30.
Halb neun. Ja, zum Bauen, jetzt den Turm höher bauen, ist auch zu dunkel. Das kann So, was haben wir denn eigentlich noch an Wirbelaufgaben? Wartet mal, da haben wir doch eigentlich auch noch welche, ne? Blähaube und Ameisenlabor und Vogelbadplateau. Vogelbadplateau müssten wir auch mal in Angriff nehmen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Das geht, irgendwie geht das durch die Hecke. Ich weiß aber nicht, wie. Das können wir aber, wie gesagt, mal im Angriff nehmen. Wir müssen ja sowieso noch mal ins Labor die ganzen Milchzähne da holen. Ja, ich würde sagen, dann machen wir dann auch gleich, dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir es hinter uns. Vielleicht nehme ich dann auch noch ein paar Bärchen mit. Wenn wir da noch Platz für haben. Und gucken wir schon mal, was wir dann alles brauchen. Inventar. Hier, da, I, geht auch nicht für Inventar. Also irgendwie funktioniert. U und E geht auch nicht. Wartet mal, ich habe die Feststelltaste drin. Vielleicht liegt das ja da dran. Ne. Ich hätte zuerst gedacht, vielleicht eine Feststelltaste liegt. Groß- und Kleinschreibung. Aber da lag es leider auch nicht dran. So, nee, was Saft müssen. Saft, wir besorgen erstmal Saft. Ärgert mich hier mit der Tastatur. Muss mal irgendwas ausprobieren. Mal eine Tastatur hier allgemein nicht geht. Nö, also wenn ich jetzt hier im Chat schreibe oder auf meinem anderen Bildschirm, da geht die Tastatur einwandfrei. Und das scheint irgendwie hier am Spiel zu liegen. Ah, jetzt geht's. Ne? Geht sie jetzt? Wartet mal. Ah, jetzt geht sie. Nachdem ich den Bildschirm einmal gewechselt habe. Komisch. Alles sehr merkwürdig hier. So, aber wichtig ist, dass es wieder funktioniert. Das heißt, wir brauchen Seile, ne? Weit ist denn hier mit den Spinnnetzen? Seile brauchen wir. Wir brauchen Saft, brauchen wir ganz viel. Die Ausrüstung weiter upgraden können. So, ein Leben kann ich doch auch wieder wegpacken. Den brauchen wir auch nicht mehr. Nee, das ist kein Lehm. Warte mal, wo hatte ich denn Lehm drin? Hier? Hier haben wir Lehm. Ja, mit der Seilbahn ärgert mich jetzt auch so ein bisschen hier. Muss ich hier? Wow, ich habe doch schon mal, wie viele Etagen ich hier schon habe. Im Prinzip 1, 2, 3, 4 Etagen haben wir jetzt hier. Also 3 mal 4. Ne? So. 1, 2, 3 und dann, ja, 4. 3 mal 4 haben wir nach oben. Also immer 3 für ein Netz und dann fängt eine neue Etage an. Und davon haben wir insgesamt 4 Stück. Und das gleiche kann ich nochmal bauen, damit wir vernünftige Rutsche zur. Dann zum Campingtisch hin und zurück bekommen. So, wir gehen schlafen. Wassertropfen werden hier aber knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, ich wollte kurz sagen, müssten nur eigentlich mehr sein. Dörrfleisch hier, das gibt nicht so viel Nahrung, ne? Ne? Das gibt nicht so viel Nahrung. So. Wie gesagt, dann
Nehmen wir das jetzt hier raus und schmeißen erst noch mal Seile rein. Und hier schmeißen wir Madenleder rein. Ja, da kann ich auch erstmal hier in die Kiste reinschmeißen. Beide kommen hier rein. Und dann gehen wir Saft farmen. Vielleicht gehen wir auch nochmal die Wolfsspinnen ein bisschen ärgern. Wollte Geschütz mal umsetzen. Hier mal ein bisschen Action hier mal reinkriegen. So. Hier vorne, wie gesagt, hier müsste eigentlich eine Schlange. Müsste hier nicht eine Schlange. Hier in der Ecke. Ja gut. Habe ich schon wieder vergessen, hier die Maden. Maden-Dings-Rüstung für Bürgel zu machen. Ne? So, pass auf. Ah ja, wir brauchen noch ein bisschen was zu essen hier. Die kleinen Dinger, die sind aber auch blind hier. Ah, oh, den haben wir da erwischt. Ob die Wolfsspinnen schon alle zu Hause sind? Ich glaube, ich gehe erst gucken. Ne? Deine haben wir hier auch noch ein paar drin. Gut. Ich gehe, glaube ich, erstmal gucken, bevor ich die Kanone mitnehme. Oh, was bewegt sich denn da? Ist das eine Ameise oder? Irgendwas hat sich doch da gerade bewegt. Oder ist das einfach die pure Panik in meinen Augen? Hier sind wir verkehrt. Wo war denn das Loch in den Baum rein? Hier oben war das, genau. So, eine Wölfi ist da, die hält Wache. Die andere da hinten. So, wenn ich hier oben das Geschütz hinbaue. Das ist natürlich, ja, aber das wäre ein Plan. Das versuchen wir jetzt. Bauen da mal das Geschütz hin. Dann können wir eigentlich immer schön die Wolfsspinnen da nerven. Da kriege ich dann auch irgendwann mal meinen dritten Gift-Perk. Dann können wir auch die Wolfsspinne mal... So. Ja, das Ding kann ich jetzt natürlich nicht komplett versetzen. Ja, aber ich glaube, das geht auch so. Ganz gut. Wo war, ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Dann machen wir hier so eine kleine Erhöhung, genau. Ja, aber sind einigermaßen gerade, ne? So, würde ich sagen. Zack, 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 jawohl. Muss man den Stamm da noch wegmachen. Und dann können wir sie hier doch so alle schön raushauen, die Wolfsspinnen. Müssen wir jetzt nur noch unsere Munitionskiste holen. Achso, ich dachte gerade, wieso ist denn da unten meine Lebensleiste am Blinken? Aber ich habe beim Unterspringen wohl etwas Schaden genommen. So. Licht brauchen wir auch noch. Setze ich direkt dahinter. So. Müsste doch dann gehen, ne? Jawohl, 43 Steine.
Ich speichere aber vorsichtshalber nochmal. Sicher ist sicher. So. Kommt nur eine, jawohl. Zack. Wo ist es? Eine oder zwei? Zwei, ne? Wir haben hier zwei Baustellen oder drei sogar? Ne, zwei. Eine ist weg. Wo ist deine zweite unten? Da hinten. Hoffentlich reichen Steine, ja? Die reichen. Immer schön ins Gesicht. Okay, aber die sind alle rausgekommen. Aufsteigen. Naja, so kann man dann auch schön Wolfsspinnen farmen. Das geht doch ganz gut hier. Aber ein bisschen höher wäre nicht schlecht, ne? Vielleicht versetze ich die auch noch mal nach hier oben. Pass mal auf. Wenn das geht. Soll nur ziemlich gerade stehen, ne? Ah, ich glaube, das passt nicht. Nee, das passt nicht. Das Blatt im Weg. Aber egal, es funktioniert. Aber jetzt sind ordentlich Steine bei drauf gegangen, ne? So. Ist der Schuppen jetzt leer hier? Sieht so aus, ne? Auch hinter da gar nicht. Wieso wird das jetzt so dunkel hier drin? Da müssen wir uns hochbauen, denke ich mal, ne? Aber nehmen auf jeden Fall schon mal den Saft, der auf dem Boden liegt, mit. Und den natürlich. Ja, so sind die. Somit sind die Wolfsspinnen ja auch gar kein Thema mehr mit dem Geschütz. Mein Reparaturwerkzeug dabei? Nein, habe ich nicht dabei. Ich würde mich jetzt mal interessieren, ob das Geschütz hier Schaden. Ja, hat es, okay. Aber es hält schon was aus. Das waren jetzt, glaube ich, die dritte Wolfsspinne oder zweieinhalb, sagen wir mal so. Die erste Wolfsspinne, die war ja schon halb tot, die ich mit dem Geschütz dann getötet habe. Ja, also ich sag mal so, so vier Wolfsspinnen hält die wohl aus. Und dann wird es aber auch höchste Zeit, dass es repariert werden muss. Aber ist schon krass, was das Geschütz aushält. Guck mal, wir besorgen uns auch direkt erstmal wieder neue Steine, würde ich sagen. Auch noch Infostein, genau. Was sind da unterm Baum nicht normalerweise drei Wolfsspinnen? Ja, ich bin mir da auch nicht ganz sicher.